Hallo! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder da seid! Und wir! Ja, ja, das ist auch schön. Ja, ja, sonst könntet ihr nicht einschalten. Ja, das ist super. Ja, was haben wir denn heute für Themen, lieber Macy? Lieber Macy, das bin ich. Ja, zwei hätten wir wieder, natürlich, so wie immer, oder wie fast immer, ab und zu haben wir drei auch schon gehabt. Ja. Zum anderen den Party Crasher Simulator. Da haben wir eine lockere Laberei, weil da gibt es eigentlich nur einen Trailer und ein paar Info-Drops. Und als drittes haben wir noch Trials of Mana. Genau. Ja, da renne ich an Test an kleinen mit Wertung. Genau. Und mal schauen, was das kann, die Portierung. Ich noch erzählen. Nun, fangen wir an, gleich mit Party Crasher Simulator. Das Spiel für Menschenhasser. Wohl? Oh ja. Oh ja. Okay. Alles klar. Ja, dann schauen wir entweder, ne? Schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Welcome back. Kommt natürlich aus Polen. Mhm. So wie Karin alle ihre Lieblingsspiele. Genau. Der Hausflipper und der Wanking Simulator. Ja, also zum Hausflipper schaut der wirklich komplett gleich aus. Wenn man so sieht, die ganzen Gebäude innen und außen, das ist eins zu eins das gleiche. Das ist möglich, also vielleicht verwenden sie die gleichen Assets. Ich meine, das ist der gleiche Publisher. Ja, ist was der Polen. Okay, also die Trilogie ist komplett. Was mit Hausflipper, Wanking Simulator und Party Crasher. Ja. Das Wochenende ist gerettet. Nee, war's nicht. Ich find's gut. Also, da kann ich meinen Menschenhass frühen. Also, ich find's ein Wahnsinn. Dass alle, was Menschenumsammlungen nicht mögen, also, das ist eher Game. Mein Game! Zerstöre die Party. Auch ein bisschen Theater. Alles wird gut. Ich find das geil. Ja, in die Waschmaschinen kacken. Ja, was ist dann eigentlich das Ziel? Einfach alles zerstören. Und die Party crashen auf soll man sagen, auf verschiedene Wege. Du hast angeblich, man weiß es ja noch nicht, es gibt ja noch nichts, Quests und Locations, verdienst Erfahrungspunkte, schaltest dir dann neue Fähigkeiten frei. Ich habe keine Ahnung, wie das dann immer ausschauen wird. Vielleicht kannst du dann Kacke noch würzen. Keine Ahnung. Und auf den Grüßmäßen oder was? Das spricht auch aus Erfahrung gleich. Ja, aber das können wir nicht vertiefen. Das ist gerade der Herr Hausmeister beleidigt. Oh Mann. Nee, ich weiß ja nicht, ne? Ob das so. Du schaust ihn so begeistert aus, ne? Ob das so viel Spaß macht. Wir waren vielleicht fünf Minuten, das okay. Ah, Hauscrashen. Kann man das auch im Coop spielen, oder? Nein, es ist rein Singleplayer. Ja. Und ja. Du hast halt, wie soll man sagen, verschiedene Partys zu crashen, also Hausparty, Hochzeit, Firmen feiern, was haben sie noch alles gesagt? Ich weiß, quer durch den Ofen halt. Alles, was halt so an Party geboten wird, kannst du zerstören. Ah, okay. Und so gameplay-technisch ist auf DS aufgebaut. Ja, hab ich gesehen. Ja, es. Ja. Es
Ich vermute mal nur, wenn du entdeckt wirst, wenn du gerade jetzt nicht deinen Kackehaufen in die Waschmaschine tust, dann ist vermutlich das Level vorbei und du musst von vorne anfangen. Game over. Ja, ja. Was passiert noch eigentlich? Das war interessant. Kann man nur alle Bullen? Oder wärst du einfach gehängt? Auf dem Pranger? Also, du meinst, wenn jetzt erwischt wirst, oder? Ja. Ja, dann muss das Level nicht beginnen, oder? Ja, aber vielleicht kommt dann ja, aber vielleicht ist ein Outro, was das so. Ja, oder es kommt ein Typ vom Waking Simulator und penetriert ihn dort oder so. Ja, Alter, das war mal Crossover. Der kommt mit einem Kick. You fail. Fatality. Ja. Oh Mann. Ja, Film ergibt es, da kommt am PC, zweite Hälfte 2021, irgendwann auch für Konsolen, vielleicht nicht so erbärmlich umgesetzt wie der Hausflipper, meine Hofen. Ja. Ja, mehr gibt es aber eh noch nicht. Ja, zu dem. Das heißt, dann hören wir im Herbst mehr, weil du bist das ganz sicher. Oh ja, oh ja, da freue ich mich schon. Ja. Daniel ist nicht begeistert. Na, überhaupt nicht. Ich freue mich ja. Ja, no, gut, okay, das war's. Haben wir alle Details preisgegeben. Ja, die 4D-Teils, was man jetzt sieht, so im Trailer. Also, ist ja noch nicht. Ja. Aber eigentlich sagt der Trailer schon, also das wird wahrscheinlich nicht viel mehr. Entschuldigung. Ich glaube auch, also, da wird jetzt keine heroische Storyline oder irgendwas kommen. Du hast halt mehr Fähigkeiten noch. Andere Location, sowas wird es gewesen sein. Immer das gleiche halt. Ja, no, ich meine, also Hochzeit schaut halt schon ein bisschen anders aus, als wie so eine Party, so jetzt einmal. Also da wird ja weiß alles sein. Da kannst du alles ankotzen vielleicht. Oh ja. Das war noch witzig. Diese Erinnerungen. Das ist witziger als Wien. Das ist in echt. Ich hoffe echt. Ja, ich glaube, also die Polen, die wissen schon, von was die da. Also, wie sie kotzen. Ja. Die wissen schon, wie man fährt. Ja, ja. Und fern crasht. Ja. Denk einmal. Na gut. Gehen wir weiter noch zum zweiten Thema. Das ist Trials of Mana. Habe ich auf der PS4 gezockt. Okay. Ja, fahren wir einmal den Trailer ab. Sag ich einmal. Und nachher natürlich klären wir. Peggy 12. This is the Mana Sword. Curses! Someone took Fairy away! We're coming for you, Fairy! If you wish to save Fairy, give me the sword. We've done it! This is horrible! The Benevidons have awakened! Evil! Won't let him get away! Whoa! This thing's so tough! I'll show you the strength of my will! Take your punishment! Get back! You can't run! What does this oppressive aura mean? I'll show you power! Right here! Right now! Jo, jetzt haben wir noch einen Trailer gesehen von der Switch-Version. Ich habe mal sagen gelassen, die Switch-Version, die hat viele Slowdowns drin. Also die läuft technisch nicht unbedingt sauber. Also wenn ihr das Spiel spielen wollt und ihr habt eine PS4 daheim, guckt auf der PS4, da läuft es flüssig. Jederzeit. Und ja, hohe Auflösung. Ja. Grafisch hat man das einen Unterschied gesehen zur PS4-Version? Na, das schaut schon ganz gleich aus. Okay. Von der Optik ist es ganz gleich. Ja, ich würde nachher noch gerne ein bisschen was generell zur Spielereihe erklären. Die heißt ja in Japan Seiken Densetsu. Ist in den frühen 90er rausgekommen. Ja, ich habe mir nur gerade gewundert, dass du es rausgekriegt hast. Ja. Respekt! Der erste Teil ist für den Game Boy erschienen und bei uns in Europa unter dem Namen Mystic Quest. Der zweite Teil ist noch auf dem Super NES rausgekommen, also Seiken Densetsu 2 auf dem Super Nintendo.
Und hat bei uns Secret of Mana Casen. Das kennt ja eigentlich jeder oder sie haben mehrere. Ja. Also jeder, der ein Super Nintendo gehabt hat, glaube ich schon. Jeder, der was ein Super Nintendo gehabt hat, hat das Spiel. Ja, oder das Remastered. Ja, das Schlechte. Also das ist das Paradebeispiel, wie man so ein Remaster nicht machen sollte. Ist das eigentlich auch ein Remaster? Ist auch ein Remaster, ja. Okay. Ist auch von Square Enix. Mhm. Aber haben aus den Fehlern von Secret of Mana Remaster haben sie gelernt. Okay, wo ist das Original dann gewesen? Auf was für einer Konsole? Das war auf dem Super Nintendo. Okay. Ist aber nie auf dem westlichen Markt gekommen. Also weder noch in den USA noch Europa. Mhm. Also haben wir nie spielen können. Ist erst vor kurzem für die Suite, für so eine Collection rausgekommen, so eine, Secret, also eine Mana Collection. Da hat man das Original für Super NES, also da haben sie es in Originalgrafik portiert. Okay. Zum ersten Mal für uns. Oh ja, und jetzt vor 2 Monaten ist eben das Remake rausgekommen. Und dann kann jeder Normalsterbliche so jetzt einmal zum ersten Mal zucken. Hast du zu, mein Vollpreis wird ja hoffentlich nicht sein, also bei den 60, 70 Euro. Nein, hast du das nicht. Ich glaube 40 Euro oder 45. Es ist so ein Zwischenbudget-Teil. Okay. Zumindest war es bei Release so. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viel kostet. Okay. Aber vom Umfang her ist es so zu vergleichen mit Secret of Mana, ist es auch so. Ja, genau. Was ich mal sagen habe lassen oder was ich auch so nachgelesen habe, die haben die Welt von Super NES ziemlich eins zu eins ins 3D übernommen. Also okay. Die Map, wie sie auf dem Super NES war, ist sie jetzt auch in 3D. Okay. Und ja, also es funktioniert einwandfrei. Es ist halt alles nicht so riesig, so gigantisch, was da. Es ist halt okay. So Super NES-like. Also, was weiß ich, von einem Dungeon zum anderen kommt man relativ schnell. Es geht alles recht zügig dahin, also ist echt so ein das Kampfsystem ist Action-basiert, also Action-RPG. Ja, wie lang ist denn so ein Spieldurchlauf so ungefähr, wenn es relativ kompakt ist, kann er jetzt ja auch nicht so ewig sein? Nein, also ich würde sagen, 30 Stunden wird schon sein. Also, ja. Also für die Hauptstory jetzt, wie gesagt. Also für die Hauptstory, ja. Nebenmissionen und so gibt es wahrscheinlich, ja. Oder halt Sachen, nicht richtige kaum. Nebenmissionen wahrscheinlich kaum. Nicht, aber... Nein. Also so zum Sammeln wahrscheinlich alles mögliche. Zum Sammeln gibt es, da haben sie auch noch Kram dazugefügt. Okay. Also das kann man ja auf der Map suchen oder man stolpert eher automatisch drüber, weil so groß sind die Maps nicht. Mhm. Und ja. Was sind das Sachen, die was bringen oder einfach nur? Tatsächlich, ja, die bringen echt was. Also mehr Erfahrung zum Beispiel, also wenn man einen Kampf abschließt, desto besser man einen Kampf bestreitet, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man. Und da kann man aber noch so Boni finden, so wie da gibt es einen klaren Kaktus. Ja. Den musst halt, was weiß ich, sagen wir jetzt einmal, jetzt findest du einen klaren Kaktus in der offenen Welt oder in den Dungeons drin, 5-mal. Dann schaltest du zum ersten Mal einen Bonus frei, dass du für die Ausrüstungsgegenstände 10% weniger zahlst. Okay. Also so eine klaren Goodies haben sie eingebaut, so quasi. Das macht Sinn. Macht Sinn und später kriegst du noch sogar multipliziert, ja, Erfahrung zum Beispiel. Okay. So, macht alles Sinn und was. Ja, es sind, was auch relativ einzigartig ist, 6 Charaktere zur Auswahl. Aus diesen 6 Charakteren sucht man sich zuerst einmal den Hauptcharakter aus, also den du spielen willst quasi. Okay. Und noch 2 Partymitglieder. Ja, also du bist in einer Dreiergruppe unterwegs. In einer Dreiergruppe unterwegs, die kannst du jederzeit umschalten und so weiter. Aber du erlebst halt nur die Story von deinem Hauptcharakter. Ja, und die haben dann auch irgendwie alle eigene Eigenschaften, oder? Ja, genau. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, soll ich da jetzt alle aufzählen oder so? Ich weiß nicht. Wie ist denn, wenn du das jetzt das zweite Mal spielst, hast du irgendeinen Vorteil? Also wenn du es durchgespielt hast, kriegst du einen zusätzlichen Charakter oder also irgend sowas? Nein, zusätzlichen oder Charakter. Schwierigkeitsgrad oder irgendwas. Schwierigkeitsgrad gibt es, glaube ich, auch nicht. Es gibt nur New Game Plus. Ja, wo dann wahrscheinlich deine ganzen Goodies, was du findest, erhalten bleiben, oder? Genau, die kannst du auch alle mitnehmen. Es gibt da 3, ich sage einmal Endbosse. Ich sage einmal, also nicht für jeden Charakter ist jetzt ein extra Endboss, aber halt für jeden zweiten. So, ja, so geht die Rechnung auf. No. Immerhin. Für jeden zweiten Charakter ist ein extra Endboss. Und die habe ich halt alle freigespielt. Natürlich, will noch.
Ja. Also bei dir waren ein bisschen mehr als 30 Stunden. Ja, ich hab's dreimal durchgespielt. Weil das Spiel war echt locker flockig. Mhm. Dann noch ein Arbeitstag, dann kommt man heim auf die Couch. Es ist nicht zu leicht, aber es ist auch wirklich nicht schwer. Mhm. Die Story ist leicht verdaulich, also ist nicht viel was dahinter noch. Es ist halt super nass, ja. So wie halt damals war. Die haben auch die Dialoge 1:1 übernommen. Also genauso wie damals. Ich meine, ich kann jetzt kein Japanisch, ne? Ja. Aber zuerst haben sie es auf Englisch übersetzt, ja. Und jetzt auf Deutsch, weil ich das englische Sprachhaus gab, aber deutsche Texte. Okay. Und das ist alles 1:1. Also wirklich 1:1, wie die Textboxen in Englisch quasi. Ja. Also wenn jemand was Entspanntes haben will, genau. Dafür Taktik. Ja, viel Taktik. Weil es kommt halt auch darauf an, was für einen Charakter du willst. Natürlich kannst du jetzt wieder einen Schwarzmagier spielen, da ist halt das Kampfgeschehen ein bisschen langsamer, sage ich, nicht so actionlastig und ein bisschen schwerer, weil gerade am Anfang hast du das Gefühl, Magiepunkte ist halt typisch Magier. Ne? Ja. Aber das hast du gesehen, das Schwierigkeitslevel, das gibt kannst, das brauchst du das so gesehen, dadurch selber zusammen, je nachdem, was für eine Figur du hast. Na wohl, es gibt schon easy, also von easy bis hart. Ne? Ach so, gibt es doch zum Beispiel. Ja, das gibt es. Okay. Aber wie gesagt, also ist sogar auf hart, ist jetzt nicht so schlimm. Die NPCs, also die, was mit dir in der Party sind und mitkämpfen, sind relativ schlau, sind nicht dämlich, laufen nicht in alles rein. Also sie weichen jetzt nicht jeden Angriff aus, sagen wir mal so. Vor allem die Bosse haben viel so AOE-Attacken, die, was man aber sieht am Boden, also was so gekennzeichnet werden in einer roten Fläche. Also da bleiben sie halt gern drin stehen. Okay. Also will Bernd das Brot quasi. Ja. Ich meine, sie fangen an ausweichen, aber wollen schon zu spät ist. Keine Ahnung warum. Das checkt ja die. Und du kannst dann nicht Befehle geben, also du sagst nicht so. Ja, ich meine, du kannst. Switchen wahrscheinlich auch nicht, oder? Wohl, wohl switchen kannst du jederzeit. Das geht echt super easy, super leicht. Es hat zusätzlich dann noch so ein Ringmenü für die Aktionen. Mhm. Und viel mehr gibt es endlich auch nicht. Du bist begeistert vom Spiel, wie man es hört. Ja, also. Es ist das, der den dreimal durchgespielt. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Es ist echt lieb, es ist nett. Es ist jetzt kein High-Budget oder was Spiel, mit keine tiefen Mechaniken drin. Aber es erfüllt seinen Zweck und lässt sich super spielen. Also auf der PS4. So. Von mir kriegt es locker flockige 80%. Okay. Oh. Ja. Kann man nichts falsch machen mit dem. Also so für Genre-Fan auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Komm mal, also macht man nichts falsch. Weil du gerade fragst, der dritte Teil der Serie, heißt das, die Story geht da irgendwie weiter oder ist es eine komplett andere Story? Hängt das irgendwie die ersten zwei Teile zusammen? Das nee. Hat er nicht gehört. Nee, also die Story hängt nicht zusammen. Aber es geht endlich immer um das Mana-Schwert. Und ja, das muss man finden. Ich meine, bei Secret of Mana zieht er das Schwert aus da, und nachher wird alles Böse erst erweckt quasi. Mhm. Und das muss man noch bekämpfen. Beim dritten Teil ist es genau umgekehrt irgendwie. Also alles Böse ist am Wort und man muss halt das Mana-Schwert finden quasi, um das nachher zu besiegen. Ja, noch viel mehr war ja seinerzeit auch nicht möglich. In der Super NES-Zeit, sag ich einmal. No, so. Was willst du da großartig präsentieren? Na, und also. Es ist wie so ein Disney-Film. Tut kein weh und was denn, hat da keine großen Eck nicht groß an oder was. Also, so. Okay. Ja, für die breite Masse genau richtig. Ja. Oh, okay. Das passt. Das passt. Das ist gut. Also, ja, von heute auf Motor. Oh Gott, jetzt lieber Messner. Hin. Warum ich schon wieder? Ich will nicht. Schritt, du was gelernt hast? Nein, hat er natürlich überhaupt nicht. Ja, ein bisschen weniger haten. Ja. Noch weniger haten. Ja, ah, ich liebe euch alle. Danke ja, fürs Zusehen. Ja. Liked uns. Liked uns. Kommentiert uns. Gibt's noch was? Bettet uns ein. Ja, abonnieren noch, glaube ich. Ja, abonnieren. Abonnieren ist schön. Ja, und falls euch was nicht passt, nur noch schreibt es in die Comments. Genau so ist. Genau so ist. Haut rein. Na gut. Ciao. Tschüss.